Ich habe den VfB Lübeck vor 5 Spieltagen übernommen und damals waren sie noch Tabellen 19. mit 7 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Mittlerweile sieht es ein bisschen besser aus und heute wollen wir den Klassenerhalt packen. Let's go. Ja, das hier ist der Terminplan, so wie er sich darstellt, seitdem ich übernommen habe. Das hier war der Zeitpunkt, oder das hier war unser erstes Spiel, das 4:0, ein richtiges Statement gegen SC Freiburg 2. In der Realität hat dieses Spiel ja auch gerade stattgefunden und da hat der VfB Lübeck mit 3:0 verloren gegen den Tabellenletzten. Ja, das ist schon richtig, richtig, richtig bitter. Und ja, der Trainer wurde danach jetzt auch entlassen, Schnochenberg ist weg, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu spät. Also ganz, ganz, ganz traurig, dass es für den VfB in der Realität wahrscheinlich dann jetzt tatsächlich runtergehen wird in die Regionalliga. Ich werde trotzdem ab und zu mal wieder vorbeischauen. Ja, auch wenn es dann wieder gegen Eintracht Norderstedt geht und so. Dann haben wir hier in dieser alternativen Realität allerdings 3:2 gegen Regensburg verloren. Das war ein sehr unverdienter Sieg für Regensburg, habe ich eigentlich gesagt. Aber na gut, wenn man sich hier mal die XG anguckt, dann waren sie besser als wir. Aber wir haben einfach 18 Mal aufs Tor geschossen, die nur 4 Mal. 3 von deren Schüsse gingen halt ins Tor. Also doch, ich sage jetzt trotzdem, dass es unverdient war, obwohl die mehr XG hatten als wir. Und dann haben wir ein unfassbares Spiel gegen Köln hingelegt. 5:5, wer das nicht gesehen hat. Schaut euch nochmal die letzte Episode an, das lohnt sich absolut. Ich werde versuchen, in dieser Episode nichts zu jinxen, aber ihr kennt mich. Ja, es wird trotzdem passieren. Dann gab es ein 3:0 gegen Ferl, richtig gutes Spiel und dann nochmal ein 3:2 gegen die Spielvereinigung aus Unterhaching mit einem Gegentor in der 95. Minute. Da dachte ich schon, es passiert schon wieder, aber es passierte nicht und wir stehen damit auf Platz 18 und haben noch 3 Punkte Rückstand auf Bielefeld und Duisburg. Und Bielefeld und Duisburg haben wir heute auf der Agenda. Gegen beide Vereine spielen wir noch. Erstmal Dortmund 2, dann Bielefeld, dann Duisburg. Wir ziehen heute die Saison komplett durch. Wir machen Ingolstadt und Essen zum Schluss auch noch. Das heißt, wir haben heute eine dicke Saisonabschlussepisode und ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Ihr seht, wir sind jetzt mittlerweile schon am 20. April 2024. Das heißt, genau am Spieltag vor dem Spiel gegen Dortmund 2. Bei denen lief es in den letzten beiden Spielen nicht so gut. Die haben 1:0 und 2:0 verloren. Lass uns mal die Mannschaft anschauen, ob wir da jemanden kennen aus unserer Dortmund-Serie vielleicht. Ja, Rijkov, den haben wir im Dortmund-Safe andauernd verliehen. Hier ist er noch um einiges schlechter als da bei uns. Ja, ansonsten ist es doch absolut eine Mannschaft, die man eigentlich schlagen können müsste. Und ich glaube, das können wir auch. Ja, lass uns hier auch nochmal reinschauen, was uns hier zum nächsten Gegner erzählt wird. Dortmund wird Flügelspiel spielen. Das ist interessant, das sehen wir jetzt zum ersten Mal. Bisher haben wir Tiki-Taka gesehen, wir haben Ballbesitzspiel gesehen von unseren Gegnern. Jetzt haben wir hier bei Dortmund 2 Flügelspiel. Wir werden versuchen, auf dem Flügel den Ball so früh wie möglich zu gewinnen. Die Außenverteidiger suchen Gelegenheiten zum Hinterlaufen und zum Ausnutzen der Außenbahnen. Sobald der Ball auf den Außenbahnen ist, liegt das Hauptaugenmerk darauf, Flanken in den Strafraum zu schlagen. Okay, ja, Flügelspiel halt, ne? Ja, die spielen 4-4-2. Das heißt, lass uns mal anschauen, mit welcher Mannschaftsaufstellung die tatsächlich spielen. Wenn die 2 große Stürmer haben, dann wähle ich vielleicht mal den Punkt in der Taktik aus, Flanken verhindern. Rijkov ist, glaube ich, nicht so groß, 1,83 und dann haben wir daneben Eberwein mit 1,92 m, also das ist schon ein ziemlich großer Stürmer. Sprunghöhe 14 ist wahrscheinlich. Gut, ich meine, wir haben bei uns in der Innenverteidigung einfach Löden und dann würde ich eigentlich ganz gerne sogar mit Tommy Gruppe gehen. Wenn die Flügelspiel spielen, dann sollen sie halt auf unsere 1,92 m und 2,01 m Verteidiger flanken. Damit habe ich absolut gar kein Problem. Also Flanken verhindern müssen wir absolut nicht tun. Das können sie sehr gerne machen. Ja, wir werden jetzt hier noch Redemann runternehmen. Der hat sich leider verletzt. Der hat sich Muskelfaserriss zugezogen. Dafür kommt dann Mathis Dauber nochmal rein. Ja, Bellemé, Akono, Farona, Pulido, Velasco, Boland, Tafazofa, Sternberg, Gruppe, Löden, Sommer, Klevin im Tor. Ich glaube, bei der Mannschaft bleiben wir. Dann haben wir noch diese Bank hier. Unter anderem mit Mats Facklam. Da habe ich gesehen, der hat letztens ein Video von mir auf Insta geliked. Also Grüße gehen raus. Vielleicht sollte ich ihn allein deswegen spielen lassen. Komm ja, Mats wird hier in dieser Folge einfach mal eingewechselt. Ist ja auch ein großer Stürmer, ne? Der bringt uns da vorne auch absolut was. Wenn Bellemé vielleicht müde ist und wenn wir ein bisschen über Flanken kommen wollen in den letzten Minuten, dann machen wir Mats vorne rein und der köpft da nochmal ein paar Dinger rein. Ich glaube, wir werden es einfach genauso machen. Also diese Taktik hat jetzt in den letzten Spielen so gut funktioniert, es gibt eigentlich gar keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Dortmund 2 ist eigentlich ein schwieriger Gegner, so auf dem Papier, aber da sie jetzt aktuell nicht so gut in Form zu sein scheinen, denke ich mal, dass es absolut möglich ist, die auch zu schlagen. Wir haben ein Heimspiel an der Lohmühle ist immer ganz gute Stimmung. Let's go. Lass uns mal reinschauen und Dortmund schlagen. Mittlerweile sind 14 Minuten gespielt. Es ist noch nicht wirklich was passiert. Jetzt sehen wir hier die erste Ballbesitzphase von Dortmund und die kommen überraschenderweise tatsächlich über die Flügel. Arling Elongo Yombo auf links gegen Sommer. Der kriegt die Flanke rein. Rijkov zurück auf Lütkenfri und 0:1. Dortmund führt. Perfekt. Perfekt. Sie kam tatsächlich über den Flügel, aber dann nicht über eine Flanke, sondern über den Pass in den Rückraum. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht irgendwas hätten verändern können. Ja, Löhn hier vorne hat Rijkov eigentlich. Der setzt sich dann ab, macht das richtig gut, zieht hier noch Tafazofa raus. Lütgenfri hat dadurch Platz.
Und ganz ehrlich, Klevin, ich glaube, den kann er halten. Also das war jetzt kein so krasser Abschluss, als dass er da, als dass er den nicht draußen halten könnte. Aber machst du nichts, steht 0-1, 15. Minute. Wir haben jetzt aber noch genug Zeit, um hier ein paar Dinger zu machen. Und sind direkt in der Offensive über Akono, der jetzt aber wieder zurückrennt. Den Ball spielt auf Boland, Yannick Sternberg. Sternberg. Wieder auf Mirko Boland. Ah, der versucht es einfach mal. Der hat ja einen ganz guten Schuss. Ich glaube, der kann auch aus der Entfernung mal abziehen. Weitschüsse 14, ja. Ist auf jeden Fall auch eine Waffe, aber weiter geht's. Wieder mit dem VfB Taffershofer. Schöner Ball. Velasco kommt nicht ran. Farona Pulido. Knapp drüber. Erste wirklich gute Szene für uns. Ja, 38 Minuten gespielt und wir sind überraschenderweise mal wieder die bessere Mannschaft. Wir haben mehr Ballbesitz, wir haben mehr Abschlüsse, aber leider nicht so wirklich viele gefährliche Abschlüsse. Jetzt gibt es nochmal einen langen Einwurf von Yannick Sternberg, Tommy Gruppe, Sternberg, ganz kurz vor der Halbzeit, 47. Minute, Gruppe wieder Sternberg in ins Zentrum und Farona Pulido ist da, ganz kurz vor der Halbzeit machen wir hier den Ausgleich, ein richtig wichtiges Tor natürlich, 47. Minute und da funktioniert einfach mal unsere Einwurftaktik, wobei ich mir die eigentlich ein bisschen anders vorgestellt habe. Normalerweise habe ich ja gesagt, Sternberg soll den Ball einfach ganz weit in den Strafraum werfen. Aber wenn sich daraus dann so eine Kombination ergibt, dann nehmen wir das natürlich auch mit. Marcel Lottke hat da keine Chance und es steht zur Halbzeit 1-1. Und das ist auch sehr, sehr, sehr verdient, weil wir einfach mal wieder, ich glaube wirklich, wir waren jetzt bisher in jedem Spiel, das wir bisher gemacht haben, einfach die bessere Mannschaft. Wir können immer noch gewinnen, aber konzentriert weiter, ihr werdet dafür belohnt. Löden und Sommer sind beide nervös. Ich freue mich über eure Leistung, macht weiter so. Okay, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich fand es nämlich eigentlich ganz gut tatsächlich. Ich sag nochmal, ich habe vollstes Vertrauen. Okay, bringt auch nichts. Ihr wisst, dass ihr den Unterschied machen könnt, also stellt es unter Beweis. Okay, das hat geholfen. Dann sage ich das gleiche auch nochmal zu Bellemé. Das hat jetzt nicht geholfen. Das war mal keine wirklich gute Mannschaftsansprache. Ich hätte gedacht, dass ein Lob ganz gut tut nach einem späten Tor in der ersten Halbzeit gegen den Tabellenzehnten. Aber scheinbar nicht. Ich hoffe, dass unserer Leistung jetzt keinen Knacks gibt und dass wir einfach so weitermachen. Also ein Punkt hier wäre schon mal okay. Währenddessen, okay, ein Punkt wäre nicht okay. Bielefeld und Duisburg führen beide. Halt, stopp. Wir müssen gewinnen. Lass uns mal ein bisschen wechseln. Ich glaube, ich bringe tatsächlich Mats Facklam rein, vorne in den Sturm. Wie machen wir es denn? Wir machen es, glaube ich, mal so, dass wir mit Bellemé, Facklam und Akono quasi drei nominelle Stürmer auf dem Platz haben. Dann muss aber auch Sternberg als Flügelverteidiger mit dazukommen. Das ist jetzt schon ziemlich offensiv, ne? Das ist jetzt schon ziemlich offensiv, wenn wir es so machen würden. Also würden wir auch sehr viel über den Flügel kommen. Frühe Flanken haben wir sowieso drin. Ich glaube, wir machen das aber mal so. Denn ein Punkt bringt uns einfach nicht wirklich weiter. Wir wären jetzt 5 Punkte hinter Bielefeld und Duisburg. Na gut, wir spielen halt noch gegen beide. Ne? Im nächsten Spiel haben wir dann, glaube ich, Duisburg und könnten damit wieder rankommen. Schauen wir mal, jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit, um hier irgendwie ein Tor zu machen. Aber es passiert einfach nichts. Wir nehmen nochmal Akono runter, bringen dafür Jan-Marc Schneider rein. Robin Velasco geht ebenfalls raus. Wobei, Velasco lasse ich, glaube ich, mal bis zum Ende drin. Boah, Mattes Daube, Alter. Aaron Herzog. Ich weiß nicht so wirklich, wen ich jetzt hier noch bringen soll. Ich könnte Hauptmann bringen, über rechts, der nochmal ein bisschen Tempo bringt eventuell. Breyer, ist der gut im Dribbling und so? Dribbling 11. Ja, okay, komm, dann bringe ich nochmal Breyer auf rechts außen. Auch wenn das eigentlich so gar nicht seine Position ist. Also, er kann es halt spielen, aber also er ist nicht der richtige Mann für die Rolle, die ich brauche. Ich mache es dennoch mal. Einfach, um nochmal ein bisschen mehr Präsenz im Strafraum zu haben. Die haben wir jetzt auf jeden Fall mit insgesamt 4 Stürmern, die da in den 16er ziehen. Jan-Marc Schneider jetzt könnte einen Steckpass spielen, macht er nicht. Da kommt der Ball auf Breyer. Kommt aber nicht. Pudel ist da und klärt. Hauptmann über rechts, der neue Mann. Flanke kommt. Facklam mit einem Kopfball. Aber der war dann doch sehr ungefährlich. Lottke hat da gar kein Problem, den Ball zu fangen. Schlägt ihn jetzt raus. Oh, der rutscht durch. Der rutscht durch. Besong! Zwei zu eins für Dortmund und es ist so verdammt einfach gewesen. Einfach ein langer Ball von Lottke. Ja, und dann hat hier einfach Tommy Gruppe ein riesiges Problem gegen Eberwein. Besong ist da, macht das Tor. Ja, und Dortmund führt. Das ist schon echt bitter, ne? Das ist schon echt bitter. Ja, und schon wieder, es ist wieder, wie oft haben wir das jetzt gehabt? Der Gegner hat 2 Schüsse, macht 2 Tore. Wir haben 10 Schüsse, 5 aufs Tor. Also die haben 3 Schüsse, 2 aufs Tor gehabt. Wir haben 10 Schüsse, 5 aufs Tor, machen nur ein. Und der Gegner trifft einfach doppelt. Damit verlieren wir dieses Spiel hier gegen Dortmund 2, was sehr, sehr, sehr bitter ist. Ah, Tommy Gruppe, ey. Das hätte echt nicht sein müssen. Paul-Philipp Besong, der ist nicht mal gut. Der ist nicht mal gut. Aber der war auch nicht schwierig, ne? Den hätte ich auch gemacht. Sag ich jetzt einfach mal so.
Ja, ich bin dann doch enttäuscht. Vielleicht war die Halbzeitansprache dann doch irgendwie ein kleines Problemchen an der ganzen Sache. Damit sieht die Tabelle jetzt so aus. Also wir sind, es sind noch 4 Spiele zu spielen und wir haben als nächstes Bielefeld und Duisburg. Das heißt, es ist wirklich noch alles drin. Es ist halt wirklich noch alles drin. Genau, als nächstes haben wir Arminia Bielefeld, unseren Tabellennachbarn. Wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, dann, dann rücken wir bis auf einen Punkt an Bielefeld ran. Duisburg spielt nächste Woche dann gegen wen spielen die? Gegen Sandhausen zu Hause. Schwieriges Spiel. Gegen Sandhausen. Die sind Tabellensechster, ich glaube, auch ganz gut drauf. Naja, so mittel, ne? Haben gerade gegen. Ach so, klar, die haben gerade gegen Bielefeld verloren. Also, die sind auch nicht wirklich gut drauf. Wir bräuchten jetzt von Sandhausen mal ein bisschen Schützenhilfe gegen Duisburg. Hoffentlich passiert da was und wir gehen direkt weiter zu unserem nächsten Spiel. Zum Abstiegskracher gegen Arminia Bielefeld. Und das kommt natürlich auch zu einer, ja, richtig beschissenen Zeit. Heiko Herrlich ist neuer Trainer des MSV Duisburg. Und das, kurz vor dem Spiel von Duisburg gegen uns. Also wir haben jetzt ja erst Bielefeld und dann Duisburg. Und dann mit Heiko Herrlich als Coach. Der ist natürlich, der hat natürlich schon ordentliche Erfahrung gesammelt. Der war schon Trainer von Bochum, Unterhaching, U19-Trainer bei den Bayern, Regensburg, Leverkusen natürlich, Augsburg und jetzt eben 2024 Duisburg. Der 3 Jahre Pause gemacht hat, Heiko Herrlich, bevor er jetzt Duisburg-Trainer geworden ist. Das macht es wahrscheinlich alles nicht einfacher. Die Fußballwelt reagiert vornehmlich überrascht. Ja, ich reagiere auch vornehmlich überrascht. Das ist schon eine verrückte Neubesetzung des Trainerstuhls in Duisburg da. Jetzt haben wir aber tatsächlich das Spiel gegen Bielefeld. Wir gucken mal, wie die das machen. Ich hoffe nicht wieder Flügelspiel. Die machen Gegenpressing. Okay, das ist gut. Ist es gut? Ja, das ist gut. Wir werden dann in diesem Spiel, wenn die hart auf Gegenpressing gehen, wir haben vorne ja einige schnelle Spieler. Und vielleicht wäre es hier dann sogar tatsächlich smart, auf einen zweiten Stürmer zu gehen, der auch mal einen langen Ball entgegennehmen kann. Wobei Bellemé ist ja nicht klein, er ist ja 1,87 groß sogar. Auch physisch okay so. Der kann auch mal einen langen Ball nehmen. Ansonsten hätte ich tatsächlich hier fast überlegt, Max Facklamp vorne reinzustellen. Das einfach so zu machen und dann mit, warte mal, ich mach's mal nur für die nächste Partie. Dann hier einfach den zentralen offensiven Mittelfeldspieler auf Angreifen zu stellen. Eventuell da noch einen Stürmer mit dazu zu holen. Wobei Farona Pulido hat natürlich gerade getroffen. Ist auch nicht der langsamste. Dann machen wir das vielleicht einfach mal so. Und wir werden im Passspiel vertikaler und versuchen, das Tempo auch ein bisschen höher zu schrauben. Wenn die uns da hinten pressen, also ich vertraue unseren Verteidigern bei starkem Gegenpressing nicht unbedingt das saubere Rausspielen von aus der Defensive zu. Deswegen finde ich hier in diesem Spiel lange Bälle eigentlich ganz okay. Außerdem ist es ein Auswärtsspiel. So, ich gehe mal auf ausgewogen. Leon Sommer ist angeschlagen. Was hat er gehabt? Kann in 2 Tagen wieder von ins Training einsteigen. Aber kann hier scheinbar spielen. Deswegen komm, ich lasse ihn einfach trotzdem spielen. Falls es dann doch nichts werden sollte, bringen wir halt Mathis Daube. Wobei auch nur sehr ungerne hier im FM. So gut ist er hier nämlich nicht. Ja, ansonsten, also es ist vielleicht nicht die populärste Entscheidung, Bellemé rauszulassen. 6 Spiele, 5 Tore. Vielleicht tatsächlich nicht die populärste Entscheidung. Aber da, also der wird dann relativ früh kommen. Wenn ich merke, dass es hier nicht funktioniert, dann habe ich kein Problem mit Bellemé schon direkt zur Halbzeit zu bringen. Ich glaube aber, dass das vielleicht eine ganz gute Idee ist, das so zu machen. Lass uns mal gucken, wie es läuft gegen Arminia Bielefeld. Und dann sind wir wahrscheinlich gleich nach ein paar Minuten schon ein bisschen schlauer. Let's go. Was man natürlich auch sagen muss, Löwen, erste gute Szene. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass das Arminia Bielefeld natürlich eigentlich viel besser ist, als im Abstiegskampf in der 3. Liga zu stecken. Tommy Gruppe 1-0. Abseits. Okay. Wo war ich gerade? Ja, Bielefeld ist natürlich eigentlich, also die Mannschaft ist theoretisch viel besser als Abstiegskampf 3. Liga. Das hat man natürlich auch schon letztes Jahr gesagt, als sie aus der 2. Liga abgestiegen sind. Aber es ist natürlich auch hier so, dass die Mannschaft vom Ding her eigentlich mehr drauf haben sollte und das auch, ja, und auch eigentlich mehr drauf hat. Und das merkt man dann hier eben auch im Football Manager, wo sie dann auf einmal jetzt hier im Saisonschlussspurt anfangen zu punkten und die Spiele zu gewinnen, wie eventuell auch hier schöner Ball von Biancardi auf Fabian Klos, der sich da irgendwie durchwurschtelt in der 24. Minute und zum 1-0 von Arminia Bielefeld trifft. Und das darf hier natürlich nicht passieren. Ja, Manuel Winsheimer, Ex-HSVer, mit dem Hackenpass auf Biancardi und im Zentrum, ja, Löden gegen Klos. Da muss er einfach vor Klos bleiben. Den Ball abwehren. Ja, und dann bleibt es hier beim 0-0. Viel bitterer kann so ein Spiel hier nicht beginnen. 26. Minute jetzt. Aber wenn wir was wissen, dann, dass wir absolut dazu in der Lage sind, uns Chancen rauszuspielen. Ich hoffe, dass wir die in diesem Spiel dann auch mal machen. Jetzt haben wir den Ball leider erstmal verloren. Nassim Boudjelab, Zaren Renbazé. Das ist schon eine gute Mannschaft, wenn man sich so die Namen mal anschaut. Guter Ball von Boudjelab auf Klos.
Biancardi über rechts, Biancardi gegen Klevin, 2-0 Bielefeld. Und ja, so langsam verlässt mich ein wenig die Hoffnung hier in diesem Spiel. Da spielen sie leider ziemlich gut. Biancardi setzt sich dann gegen Sternberg durch, der da keine Chance hat. Wie gut ist denn der? Ja, also der ist schon, das ist schon ein richtig guter Drittligaspieler. Und natürlich auch Fabian Klos, wenn wir uns den mal angucken. Der hat ein paar grüne Attribute. Davon haben wir nicht viele, um es mal so zu sagen. Aber ich will keine Ausreden suchen eigentlich. Wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Ich werde, glaube ich, einfach mal ein bisschen defensiver hier. Wir gehen einfach mal auf eine Doppel-6. Taffertshofer hält mal die Position. Und auch Boland stellen wir mal ein bisschen tiefer, dass wir da die Defensive hoffentlich ein bisschen besser zubekommen und denen nicht so viel Raum zum Kombinieren geben. Aber auch hier, ne? Also wir haben hier auch schon wieder 6 Schüsse abgegeben. Und Bielefeld nur, was waren das? 3 oder so? Ja, Bielefeld wieder 2 Schüsse, 2 Tore. Und jetzt kommen sie zum dritten Mal und ich weiß genau, was passieren wird. Es passiert nicht! Es passiert nicht. Es bleibt beim 2-0. Jetzt haben wir mal einen Freistoß. 36. Minute. Boland. Der kommt auf Löwen. Den erläuft er sich irgendwie. Spielt wieder zurück auf Boland. Farona Pulido aus der Entfernung. Ball wird abgeblockt. Es gibt eine Ecke für uns. 37. Spielminute. Ich werde die Jungs nochmal aufmuntern. Vielleicht hilft das ja weiter. Ecke Boland. Vielleicht nach Standards. Leider zu kurz die Ecke. Ja, und damit ist Halbzeit. Zwar mehr Schüsse, das war enttäuschend, wir brauchen mehr Ballbesitz. Wir haben zwar mehr Schüsse, aber das bringt uns nichts. Das bringt uns überhaupt nichts. Komm, wir bringen Dauda Belemé rein. Ich werde wieder ein bisschen, also wir gehen im Passspiel mal ein bisschen runter, nehmen ein bisschen das Tempo raus. Ich scheine die Jungs ein bisschen zu überfordern eventuell damit. Farona Pulido wieder zurück auf Unterstützen, da bietet sich wieder ein bisschen mehr an. Gucken wir mal. Und natürlich Dauda Belemé nach 45 Minuten wieder auf dem Platz. War tatsächlich eine Fehlentscheidung, ihn nicht spielen zu lassen. Wobei ich nicht weiß, wie gut er jetzt hier in der ersten Halbzeit gewesen wäre. Mats Fackelam da vorne hat ja einfach auch keine Bälle bekommen. Ich glaube nicht, dass es Belemé anders ergangen wäre. Jetzt kommt aber wieder Bielefeld. Lannert, Winsheimer, Gruppe klärt erstmal. Aber Biancardi hat den Ball. Klevin ist immer noch dran. Ecke Bielefeld. Okay, und wir klären. Sehr gut. Und gleich die nächste Ecke. 49. Minute. Oppi bringt den Ball auf den zweiten Pfosten. Leon Sommer klärt. Ne, Löwen klärt. Und jetzt können wir vielleicht kontern. Über Sommer. 49. Minute. Auf geht's, Leon. Lass dir was Gutes einfallen. Hat einen Gegenspieler. Spielt einen schönen Ball. Das ist Dauda Belemé mit dem Kopf. Aber gegen Gegenspieler sehr schwierig aus der Position. Wir bleiben aber am Ball mit Mirko Boland, der eine Lücke sucht. Legt ihn wieder auf Sommer. Das ist Farona Pulido. Cyril Akono dreht sich. Akono, Kersken hält den Ball. Das war jetzt das erste Mal, dass ich meine Mannschaft heute habe Fußball spielen sehen. Ob das ein gutes Zeichen ist? Ich hoffe ja, für die zweite Halbzeit. 53. Minute, Yannick Sternberg auf Cyril Akono im Zentrum. Wartet Belemé, da kommt der Ball. Kommt leider nicht durch. Sternberg, zweiter Versuch. Yannick Sternberg schießt selbst. Und wieder muss Kersken hin. Ich werde die Jungs nochmal ermuntern. Aufmuntern, ermutigen. Freistoß Oppi. Klevin ist da. Sehr gut. Können wir hier nochmal eine Aufholjagd starten? Also ich glaube, wenn wir das Spiel hier verlieren, dann können wir es, dann war es das schon fast. Das darf uns nicht passieren. Taffertshofer auf Mirko Boland. Velasco. Oh, schön gespielt. Belemé ist durch. Dauda Belemé mit dem Abschluss. Und er bestraft seinen Trainer dafür, dass er ihn in der ersten Halbzeit nicht hat spielen lassen. Dadurch, dass er in der zweiten Halbzeit direkt nach Einwechslung 10 Minuten, nachdem er auf dem Platz ist, einfach mal trifft. Ich werde es nie wieder tun, Dauda. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mirko Boland auf Robin Velasco. Der spielt auch einen richtig geilen Ball auf Belemé, der sich da super durchsetzt, seinen Körper reinstellt und Kersken keine Chance lässt. 56. Minute. Wir sind hier wieder im Spiel. Wir sind wieder im Spiel. Nächste Ecke für Bielefeld. 58. Can Özkan. Zweiter Pfosten. Löwen klärt. Und das ist wieder einer für Klevin. Also die Ecken von Bielefeld sind bisher noch nicht so wirklich von Erfolg gekrönt. Ich glaube, wir haben bisher mehr Chancen aus den Ecken bekommen als die selbst. Langer Ball auf Belemé, der kann sich nicht durchsetzen. Zweiter Ball ist bei uns. Taffertshofer auf Akono. Über links wieder langer Ball. Das ist Belemé, der ist durch. Dauda Belemé mit dem linken Fuß. Oh nein. Dauda, Junge. Mach ihn doch. Aber macht ihn nicht.
68. Minute. Ecke Oppi. Sag mal, wie viele Ecken haben die eigentlich? Komm. Ball erobern und wieder los. Oh, scheinbar nicht, Schneider. Und Sternberg. Scheinbar doch. Scheinbar gibt es wieder eine Szene für uns nach einer Ecke von... Oh mein Gott, sag sowas nicht. Oh. Keine Szene für uns. Keine Szene für uns. Oh, Alter, Mirko Boland, ne? Also, oh, nee, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Unfassbar. Unfassbar. Ich bringe nochmal Jan-Marc Schneider für Akono, der besorgt ist. Wir gehen mal hoch auf kontrolliert vielleicht. Boah, ist das bitter, ne? Dass wir uns durch so einen grausamen Fehler das Ganze hier wieder verbauen. Ja, Boland lasse ich aber trotzdem mal drauf. Leon Sommer macht ein fürchterliches Spiel. Dann kommt Kastenhofer mal für ihn. Auch wenn er jetzt nicht der geborene Flügelverteidiger ist. Wobei ist, ja, nee, dann macht lieber Hauptmann als Kastenhofer. Jetzt haben wir noch ein Wechselfenster offen. 27 Minuten sind hier noch zu spielen. Unsere Defensive macht ein ganz, ganz, ganz schwaches Spiel. Wir haben ja vorne wieder Chancen, aber dieses Mal verlässt uns einfach dann... Oder lässt uns unsere Abwehr im Stich. Hauptmann auf Faronapolido. Das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei. Wenn wir jetzt hier nochmal einen machen, in den nächsten paar Minuten, dann kriegen wir nochmal eine interessante Schlussphase. Jan-Marc Schneider versucht, den auf Bellemé zu verlängern, aber das kann nichts werden. Özkan auf Biancardi, der auf rechts rauf und runter rennt, ein richtig gutes Spiel macht. Biancardi, Gruppe klärt, aber nur auf Lannert. Bujelab, Nassim Bujelab. Soll ich vielleicht mal Kontern rausnehmen? Aber irgendwie ist es auch, ja, ist auch schwierig, ne? Jetzt hier beim Stand von 1:3 das Konterspiel rauszunehmen. Aber diese überhasteten Dinger nach vorne von unseren Innenverteidigern, ich glaube, die helfen uns nicht unbedingt. Faronapolido. Jetzt muss ein langer Ball kommen. Es ist kein Abseits, hoffe ich zumindest. Es ist doch Abseits, Mann. Es ist doch Abseits. Freistoß Winzheimer. Bleibt hängen. Ecke. Ecke Winzheimer. Das ist einer für Klevin. 14 Minuten noch zu spielen. Nochmal ermutigen. Auf geht's, Jungs. Kämpfen und siegen. Lass uns nochmal wechseln. Ich nehme Velasco runter. Dafür kommt hier Breyer kommt. Dann geht Schneider auf rechts. Boland ist ebenfalls müde. Herzog rein. Wir brauchen keinen Spielmacher mehr. Einfach ein ZM auf unterstützen. ZM auf verteidigen. Flügelverteidiger angreifen. Flügelverteidiger angreifen. Jetzt ab nach vorne, Jungs. Ab nach vorne. Schießen bei freier Bahn. Verteidigung ausdribbeln. Und komm! 5 Minuten noch. Oder 6 Minuten noch. Reguläre Spielzeit. Bellemé. Den darf man nicht rausnehmen, ne? Bellemé. Der macht das da vorne echt richtig gut. Holt sich ja fast den Ball zurück. Das ist Schibanowski. Über rechts, 85. Minute. Schibanowski. Können wir uns nochmal den Ball holen? Schibanowski kriegt die Flanke rein. Saren Renbase. Entscheidung. 4:1. Ja. Und das könnte der letzte Sargnagel gewesen sein für uns hier in dieser Liga. Wir verlieren mit 4:1, mindestens 4:1, wenn jetzt nicht sogar noch einer fällt, hier in Bielefeld. Ja, das ist schon richtig bitter. Das ist schon richtig, das ist unverzeihlich. Das darf uns nicht passieren. Bellemé versucht es hier nochmal mit einem Lupfer in der 93. Minute. Aber das alles, tja, ja, Mist. Bin unzufrieden mit der Leistung heute. Okay, Leute, damit sind es wieder 7 Punkte. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir jetzt keine, 10 Spiele mehr haben, sondern nur noch 3. Das war unsere letzte Chance, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, und das Problem gerade in dem Spiel war wahrscheinlich tatsächlich, dass ich die Jungs aus ihren Abläufen rausgezogen habe, dass ich da das System umgestellt habe. Wir sind ja eigentlich in unserem System, das wir jetzt hier einstudiert haben, in den letzten 7 Spielen oder 8 Spielen ganz gut gewesen. Ja, jetzt habe ich das Ganze so ein bisschen geändert, ein bisschen vertikaler gemacht, einen anderen Stürmer gebracht vorne rein. Hat scheinbar alles nicht geholfen. Ja, wir werden jetzt gleich gegen Duisburg nochmal alles raushauen und nochmal versuchen, da irgendwie einen Sieg zu holen. Falls Bielefeld das nächste Spiel verlieren sollte, die haben gleich
Aue. Dann haben sie nochmal Halle und dann 68 München. Das ist kein sehr schwieriges Restprogramm. Die müssen noch zwei Spiele verlieren und wir müssen halt alle gewinnen. Also wenn die gegen Aue verlieren sollten, wir gewinnen gegen Duisburg, dann ist es zumindest auf dem Papier weiterhin möglich. Auch wenn, also ich persönlich glaube mittlerweile nicht mehr dran, muss man ja ehrlich sein. Aber in diesem FM, also vielleicht dadurch, dass ich das jetzt gejinxt habe, dass ich gesagt habe, wir sind abgestiegen. Ich sag's jetzt mal, wir sind abgestiegen. Punkt. Lieber FM, ich hab's gesagt. Ich hoffe, er hört auch zu, wenn man's andersrum versucht. Unfassbare Übernahmegerüchte beim VfB Lübeck. Okay, naja, ich weiß ja nicht. Ich glaube da nicht dran. Also, der drittletzte Spieltag und hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Wobei, die hat sich im Grunde schon getrennt, wenn man sich die Tabelle mal so anguckt. Ist die Spreu 6 Punkte vom Weizen entfernt. Wenn man so will. Aber ja, wir werden hier, wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich ein Finale. Das ist wie das letzte Spiel, das man noch irgendwie hat, um etwas zu erreichen. Ich weiß auch nicht, was ich hier versucht zu sagen. Aber jedenfalls müssen wir gegen Duisburg gewinnen. Wir müssen hoffen, dass Bielefeld verliert. Ich meine, für Duisburg geht es hier auch um alles. Ne? Die müssen das Spiel auch unbedingt gewinnen. Die haben aber natürlich noch Anschluss vorne an Bielefeld, Verl und Saarbrücken. Wir im Gegensatz dazu eher nicht. Ich werde auf jeden Fall auf die Mannschaft setzen, also auf meine beste Mannschaft. Ich werde nicht darauf gucken, was der Gegner macht. Das lasse ich jetzt einfach mal. Wir setzen vorne auf Bellemé. Ja, Farona Pulido hat sie in den letzten Spielen nicht wirklich gut gemacht. Dennoch wird er einfach mal trotzdem spielen. Ich nehme das letzte Spiel jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Rechnung raus. Sag, das ist egal. Da haben wir als Mannschaft einfach keinen guten Tag gehabt. Und ich werde einfach auf das vertrauen, was in den letzten Wochen funktioniert hat. Und das ist genau diese Taktik, die eigentlich, die eigentlich ganz, ganz okay zu sein scheint. Es ist ein Heimspiel. Immerhin. Ich hoffe, dass die Fans uns noch den Rücken stärken. Dass sie nicht schon zu Hause bleiben, aber in Lübeck bleiben die Fans eigentlich nicht zu Hause. Die kommen auch, wenn es so aussieht, die kommen dann auch in der Regionalliga wieder. Wir brauchen jetzt nochmal von allen Beteiligten, von jedem, der da im Stadion ist, 100% auf dem Platz, abseits des Platzes. Ich brauche eine gute Trainerleistung in diesem Spiel und dann zum Schluss einfach irgendwie einen Sieg. Also es ist Zeit, diesen Negativlauf ein Ende zu setzen. Geht da raus, macht es wahr. Wir schulden dem MSV Duisburg nach dem letzten Spiel noch was. Geht da raus und recht euch. Ich ball die Fäuste. Ich versuche nochmal so eine Wir-gegen-die-Mentalität hier irgendwie reinzupressen. Jungs, macht mich stolz. Zeigt allen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Raus da jetzt. Ja, und auf geht's. Einfach nur auf geht's. Und wir werden die ganze Zeit hier im Blick haben auf Aue gegen Bielefeld. Das ist diesen Spieltag auch noch wichtig. Wir spielen wieder in Grün-Weiß. Duisburg, ja, blau-weiß gestreift. Und die haben jetzt hier auch die erste Möglichkeit. Über Girt. Keine schlechte Möglichkeit. Benjamin Girt heißt er, glaube ich. Hat er nicht schon vor ein paar Jahren in der dritten Liga gespielt? Ich hätte mittlerweile gedacht, dass der es mal geschafft haben müsste, ein bisschen höher zu spielen. Ich fand ihn da eigentlich immer ganz gut. Aber er spielt scheinbar immer noch dritte Liga mit seinen 32 Jahren. Also bei Aue gegen Bielefeld passiert auch nichts. Jetzt führt Bielefeld. Naja, okay. Aber Dresden führt gegen Verl. Vielleicht kann man noch Verl einholen. Ecke Boland, Yannick Löden, 1-0 für uns. Also wir vielleicht, also solange wir unsere Hausaufgaben machen, kann uns niemand was vorwerfen. Schöne Ecke von Mirko Boland auf den Kopf von Yannick Löden und es steht 1-0 für uns. Wenn wir weiterhin hier, oh, Aue, Ausgleich. Okay. Wir brauchen aber noch ein Tor von Aue. Halbzeit hier in diesem Spiel, es passiert nicht wirklich viel. Es läuft gut, aber wir haben auf jeden Fall noch mehr drauf. Komm, wir gehen einfach rein in die zweite Halbzeit. Wir haben wenig vom Spiel gesehen, dabei soll es bleiben. Ich sehe gerade, dass Bielefeld wieder führt. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Aber wir ziehen erst ein Fazit, nachdem dieser Spieltag hier abgeschlossen ist. Langer Ball. Tafazofer ist da. Velasco dreht sich. Macht da gut. Boland auf Farona Pulido. Jetzt könnte der lange Ball kommen. Da ist er da. Oder Bellemé ist durch. 49. Minute. Bellemé. Aber Müller mit einer richtig guten Parade verhindert hier den, ich glaube, 7. Saisontreffer, also zumindest seit dem Zeitpunkt meiner Übernahme. Und Yannick Löden mit dem 2. Tor in diesem Spiel. Also wenn die Ecken doch nur in jedem Spiel so gut funktioniert hätten, wie hier gegen Duisburg, hoppala, dann stünden wir jetzt nicht auf dem Tabellenplatz, auf dem wir aktuell stehen. Schöne Ecke von Farona Pulido. Löden setzt sich da gegen gefühlt 7 Spieler durch und macht das Tor für uns. 54 Minuten sind mittlerweile durch. Wir haben nochmal einen Freistoß. Farona Pulido, Flanke kommt. Velasco flankt. Gruppe! Jetzt trifft hier auch noch der zweite Verteidiger. 3-0 für uns. Aber es kommt scheinbar alles ein bisschen zu spät. 3-0. Was ein Ergebnis. Und 3 Kopfballtore, ne? 3 Kopfballtore. Ja, ganz starke Kopfball von Gruppe. Respekt an der Stelle.
Gut auf jeden Fall, dass ich die Abwehr nicht auseinandergerissen habe und einfach nochmal auf Grupe und Löwen gesetzt habe. Dass es jetzt hier natürlich so ausgeht, damit war nicht zu rechnen. Was für eine Flanke von Sternberg. Kommt aber nicht an. Knoll. Ist das Alexander Esswein? Wahnsinn. Müsste er sein, oder? Der ist immer noch unterwegs. Ich schaue gleich mal, ob der das wirklich ist. Ich kann mich damals in FIFA 12, glaube ich, daran erinnern, dass der in Ultimate Team eine unfassbare Karte hatte. Ich glaube, 75er oder sowas war es. Jetzt gibt es hier einen Elfmeter für Duisburg. Also hier in diesem Spiel kriegen die Fans auf jeden Fall nochmal was geboten. Es ist Pledel, der schießt. Pledel gegen Klevin. Und Pledel trifft, den kannst du halten, Klevin. Der war, also man sagt ja selten bei einem Elfmeter, dass das ein Torwartfehler war. Aber ich glaube, dass man den schon, der war schlecht geschossen. Ich hoffe, es wird jetzt hier nicht mehr zum Thema. Es ist tatsächlich Alexander Esswein, 34 Jahre alt mittlerweile. Sein Tempo hat er nicht mehr unbedingt. Was eine Karriere der hinter sich hat, ne? Damals, genau, das war hier in der Zeit, in seiner Nürnberger Zeit. Wahrscheinlich diese Saison hier, 2012, 2013. Da hat er eine richtig coole Karte bekommen. Hat echt viel Bundesliga gespielt, ne? Alexander Esswein für Augsburg, für Hertha dann nochmal. Dann sogar nochmal für Stuttgart, bevor es dann in 2021 für ihn runtergegangen ist in die zweite Liga mit Sandhausen und dann jetzt in die dritte Liga mit Duisburg. Hat schon eine ziemlich coole Karriere gehabt, muss man sagen. Ja, guter Typ. Bellemé auf Sternberg jetzt. Wieder Bellemé aus der Entfernung vielleicht. Daouda Bellemé. Was ein Tor von Daouda Bellemé. Siebtes Saisontor. Also wenn der HSV da irgendwie gesprächsbereit ist, dann muss hier Lübeck den auch in der Regionalliga irgendwie beschäftigen, falls er da auch Lust drauf hat. Was ich vielleicht bezweifle, aber der Junge ist einfach ein richtiger Gewinn. Sieben Tore jetzt hier. Unfassbarer Wert. 4:1 zu Hause gegen Duisburg. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, dass wir die hier 4:1 nach 70 Minuten wegflexen. Das Spiel ist nicht vorbei. Wir können auch mal fünften machen, meinetwegen. Das verbessert auf jeden Fall die Stimmung im Club. Vielleicht ein bisschen. Wobei am Ende steht dann wahrscheinlich trotzdem der Abstieg. Da hilft dann auch ein 5:1 gegen Duisburg nicht unbedingt weiter. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Klevi nochmal mit einer guten Parade in der 70.71. Ecke Knoll. Giert. Rolf Fälscher. Fälscht den Ball ab. Glaube ich zumindest, ne? Also ich glaube, es war ein Kopfball von Giert. Ah ne, es war ein Kopfball von Fälscher. 4:2. Bielefeld immer noch 2:1. Einwurf Sternberg auf Gruppe. Wieder zurück auf Sternberg. Flanke kommt. Cyril Akono mit dem nächsten Kopfballtor. 5:2. Ich glaube, ich könnte mal ein bisschen wechseln. Ich nehme mal Akono runter, jetzt wo er sein Tor gemacht hat. Nehmen wir mal Velasco runter, drin Thiel rein. Tapazofer für Herzog. Und, na ne, komm, Bellemé, lassen wir mal drauf. Und Leon Sommer geht runter. Oh, Aue führt. Leute. Oh mein Gott. Was? Okay, jetzt macht... Okay, es steht 5:2. Ich glaube, wir können hier keinen Scheiß mehr machen. Zumindest nicht in großem Maßstab. Okay, nochmal ein 5:3, aber ist egal. Chinidu Ikene. Ich hoffe, dass es jetzt egal ist. So, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier nicht Spiel verzögern. Ich nehme auch das Gegenpressing raus. So, Tempo komplett raus. Diszipliniert, Standards rausholen, seltener dribbeln. Jungs, wir halten jetzt dieses 5:3. Es passiert uns nicht nochmal. Und da unten seht ihr es. Erzgebirge Aue führt auf einmal gegen Bielefeld. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. 4 Minuten Nachspielzeit, das Spiel ist vorbei. So, okay. Und jetzt lass uns doch nochmal auf die Tabelle gucken. Ich dachte, dass es schon durch ist, aber ist es tatsächlich noch nicht. Gut gemacht, Männer. Schöner Sieg für uns. 5:3. Wahnsinn. Und jetzt nochmal ein Blick auf die Tabelle. Wir sind 18. Es sind 4 Punkte bis auf Bielefeld, weil die tatsächlich durch Tore in der 88. und 96. Minute noch verlieren gegen Bielefeld. Weil Gulke sieht eine rote Karte in der 94. und dann verliert das Spiel noch 3:2 gegen Erzgebirge Aue. Boah, das ist schon... Das
das ist schon krass. Aber das klingt auch nach etwas, was Arminia Bielefeld in der Realität passieren könnte, ne? Was gut ist, ist, dass auch Ferl verliert. Das heißt, also wir haben 4 Punkte zu Bielefeld, 5 zu Ferl. Also Ferl ist auch noch so ein bisschen drin in der Verlosung. Wenn die jetzt die beiden letzten Spiele verlieren sollten und wir beide gewinnen, dann würden wir auch an denen vorbeiziehen. Aber so, also das ist alles sehr, sehr viel Wenn und Aber. Heiko Herrlich, stimmt, da war der Trainer jetzt. Das war ein Tag, an dem er lieber im Bett geblieben wäre. Das glaube ich auch. Janik Löden, gut in Form. Wir werden im nächsten Spiel, egal was der Gegner macht, wieder mit genau der gleichen Taktik weitermachen. Es ist mir jetzt mittlerweile völlig egal. Ich gucke jetzt nicht mehr auf irgendwelche Gegneranalysen oder irgendwas. Wir gehen einfach genauso weiter und gucken dann, was passiert. Glaube ich zumindest. Also sage ich jetzt, je nachdem, was uns unser Analyseteam dann über Ingolstadt sagt, wenn es irgendwas sehr Interessantes ist, worauf es sich lohnt zu reagieren, dann tun wir das natürlich. Ja, aber jetzt erstmal würde ich sagen, ist die Maxime einfach genauso reinzugehen, wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben. Beziehungsweise wie wir es hier gemacht haben. Oder hier vielmehr. Und jetzt, also mit diesem Spiel im Hinterkopf ist dann das 1-2 gegen Dortmund nochmal doppelt bitter. Vor allem dieses 1-2 nach dem Riesenfehler in der Defensive da. Das hätte echt nicht sein müssen. Also wenn das nicht passiert, dann sind wir halt nur noch 3 Punkte weg. Und dann ist es sehr viel wahrscheinlicher. Und ich habe dann noch gesagt, ein Punkt hilft uns nicht viel weiter. Ja, hätte uns doch viel weiter geholfen. Aber ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, das Tor, das hier gefallen ist für Dortmund, ist nicht gefallen, weil ich offensiver geworden bin, sondern einfach, weil Tommy Gruppe seinen Gegner nicht wirklich verteidigen konnte, bevor das jemand schreibt. Ne? Naja, komm, lass uns mal in Richtung Spiel gegen Ingolstadt gehen und schauen, ob wir da den nächsten Big Point vielleicht holen können und dann im letzten Spiel nochmal ein Endspiel gegen Essen haben. Okay, wir können nochmal eine Mannschaftssitzung abhalten. Das schlägt uns der Co-Trainer Bastian Reinhardt vor. Wir sollten nochmal sagen, ich denke, wir müssen den Druck von den Spielern nehmen und sie daran erinnern, dass man von uns nicht unbedingt einen Sieg erwartet. Oh, weiß ich nicht. Ja, okay, aber ich halte mich einfach mal daran, was Basti Reinhardt sagt. Da kennt die Mannschaft schon länger. Ich dämpfe mal die Erwartung. Okay, und die Jungs finden das gut. Die Jungs finden das gut. Wir können nur unsere eigene Leistung beeinflussen. Seht zu, dass wir so gut wie möglich spielen und dann schauen wir mal, was passiert. Genau so sieht es nämlich aus, Farona Pulido. Das boostet die Moral doch nochmal um einiges. Das war sehr, sehr, sehr gut, diese Mannschaftssitzung nochmal gemacht zu haben hier vor dem Spiel gegen Ingolstadt. Wir müssen jetzt hoffen, dass Ferl... Warte mal, hat schon jemand von denen gespielt? Nee, es hat noch keiner gespielt. Wir müssen jetzt hoffen, dass... spielen die beide gleichzeitig? Also Bielefeld muss verlieren gegen Halle am besten und Ferl spielt dann wohl erst morgen. Ja, Ferl spielt morgen erst gegen Preußen Münster. Also gucken wir erstmal nur auf uns natürlich, primär. Und dann gucken wir an zweiter Stelle auf Bielefeld gegen Halle und hoffen dann eben auch da auf eine Niederlage von Bielefeld. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz rein, wie unser Gegner spielt. Die werden dynamisch kontern. Im 4-1-2-1-2 tatsächlich mit einer engen Raute. Kommen uns, glaube ich, entgegen. Ich glaube, ich ändere nichts. Die Jungs sind gut drauf. Jeder ist fit. Jeder ist spielfit. Lass mal gucken, wen die so haben, ob wir auf irgendjemanden besonders achten sollten. Yannick Maus ist, glaube ich, ganz gut. Ja, lass uns den versuchen mal zu decken vielleicht. Und die Jungs, die keine Spielpraxis haben, die werden hart getackelt. Gibt es in der Innenverteidigung jemanden, der besonders... oh ja, guck mal, den pressen wir. Und dafür decken wir Lorenz. Also ich versuche hier per Conti den linken Innenverteidiger ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Lass uns das doch einfach mal so versuchen, dass wir den Linksverteidiger, den Sechser und den rechten Innenverteidiger decken. Per Conti niemals decken, aber dafür, wenn er den Ball hat, pressen und hart tackeln. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Das ist auf jeden Fall der technisch schwächste Innenverteidiger bei denen. Ist dazu nicht nervenstark und nicht kräftig. 20 Jahre jung. Dem werden wir komplett auf die Nerven gehen. Und ich hoffe, dass er dann dazu gezwungen ist, zum einen lange Bälle zu spielen und zum anderen vielleicht dann auch mal den einen oder anderen Ball einfach an unseren Stürmer zu verlieren. Wir gehen einfach genauso rein in dieses Spiel gegen Ingolstadt auswärts. Auf geht's, VfB. Wir brauchen einen Sieg. Alles andere hilft uns nicht weiter. Ich glaube sogar mit jedem anderen Ergebnis sind wir direkt abgestiegen. Ja gut, außer Bielefeld verliert und wir spielen unentschieden. Ich glaube, dann haben wir weiter eine Chance, weil wir 3 Punkte Abstand hätten. Aber ich glaube, dass darauf sollten wir nicht achten. Bielefeld führt gegen Halle schon mal. Das ist schon mal schlecht. Während Duisburg hinten liegt, was gut ist. Und natürlich müssen wir auch weiterhin auf Duisburg gucken, weil die auch noch vor uns sind. Aber wie wir wissen, ist Bielefeld ja nicht wirklich stabil. Das heißt, es kann auch passieren, dass die nochmal einen bekommen. Genau wie wir hier. Ingolstadt, Lübeck 1-0. Thomas Rausch mit dem Tor. Egal, weitermachen. Ermutigen. Komm schon, Jungs. Kopf hoch. 27. Einwurf Sternberg. Das ist Farona Pulido. Mit dem Ball wieder zurück auf Sternberg. Mirko Boland dreht sich. Sieht Akono. Cyril Akono im Zentrum wartet. Bellemé! Wenn er irgendwie rankommt an den Ball. Und dann steht es hier 1-1. Farona Pulido mit der Ecke. Nach Ecken sind wir gefährlich. Da ist Sternberg. Tavazhofer mit dem zweiten Ball. Wieder Farona Pulido. Bring ihn einfach nochmal rein.
Währenddessen führt Aue gegen Duisburg mit 2-0. Das heißt, mit einem Sieg könnten wir an denen vorbeiziehen, aber dafür müssen wir natürlich erstmal gewinnen. Und Ingolstadt scheint uns das Leben hier doch etwas schwerer zu machen. Yannick Mause muss ihn zurücklegen auf Lugiki. 2-0 für Ingolstadt. Ich glaube, damit ist es durch. Tor nach einer Ecke. Müssen wir uns nicht nochmal anschauen. Ich maßregel mal. Sternberg auf Verona Pulido. Fast das Eigentor. Aber auch nur fast. Okay, wir stehen denen da im Aufbau eigentlich ganz gut auf den Füßen. Genau diese langen Bälle wollte ich provozieren. Akku nur auf Sternberg. Und das Spiel hier ist noch nicht durch. Wir müssen einfach den Kopf weiter oben behalten. Sommer. Bleibt am Ball. Flanke kommt. Akono, zweiter Pfosten. Akono, komm! 2-1, 37. Minute. Wichtig. Weiter. Sehr gut. Langer Einwurf, Sternberg, 42. Minute. Yannick Löden. Wird geschubst, es gibt Elfmeter! Es gibt Elfmeter! Komm, wer schießt? Es ist Yannick Sternberg. Komm schon, Yannick, ich hätte Billy Medi hinstellen sollen. Eigentlich muss Billy Medi schießen. Sternberg kriegt es aber auch hin. Hoffe ich. Sternberg trifft. Let's go. 43. Minute, wir gleichen aus. Boah, diese Mannschaft hat Moral, ne? Die hat echt Moral. 43. Minute und es steht 2-2. Weiter geht's. Währenddessen führt Bielefeld leider mit 2-0 gegen Halle. Da dürfen wir uns also scheinbar keine Schützenhilfe erhoffen. Schröck auf Kopacz. Knapp drüber. Okay, es ist Halbzeit. Wir haben eine durchwachsene erste Halbzeit gespielt, um es mal so zu sagen, sind aber zum Glück zurückgekommen. Ja, mach weiter so, Jungs. Genau wie wir es eben gemacht haben. Einfach weitermachen. Währenddessen gucken wir natürlich weiterhin auf die Ergebnisse in den anderen Stadien. Dass Duisburg 2-0 zurückliegt, ist gut. Mannheim liegt zurück, ist egal. Bielefeld, na, das, also 2-0 für Bielefeld. Achtung. Oh, ganz wichtiger Block, war aber abseits. Also wir brauchen jetzt eine gute zweite Halbzeit von Lübeck, von uns selbst und von Halle. Dass wir da irgendwie vielleicht nochmal drankommen an Bielefeld. Es sieht aber nicht danach aus. Währenddessen gleich Duisburg aus. Mein Gott, was für eine Liga. Freistoß Mirko Boland. Velasco wieder Boland. Bileme. Velasco Gruppe. Über rechts. Gar nicht seine Position. Gut, Bileme. Wir führen. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Komm, ich wechsle nochmal ein bisschen. Ich bringe Schneider für Akono, der müde ist. Velasco ist ebenfalls müde. Dafür kommt dann, ja, wer kommt? Hauptmann, der da rechts außen einfach immer kommt, wenn irgendwer müde ist. Und damit gehen wir weiter. 71 Minuten sind durch. Wir führen hier mit 3-2 in Ingolstadt. Und haben, je nachdem, wie das Spiel dann von Fair läuft, am letzten Spieltag eventuell sogar nochmal eine Chance auf den Klassenerhalt. Und je nachdem, wie die Spiele von Duisburg natürlich laufen, ob Heiko Herrlich da nochmal zaubern kann. Leon Sommer über rechts, 74. Minute, Schneider, Boland, Bileme, abseits. Schade. Schön gemacht wieder, aber Assistent hatte die Fahne oben. Hier gibt es natürlich kein VAR in der Liga. Duisburg führt jetzt. Unfassbar! Damit ist Duisburg gerettet. Damit wäre Duisburg gerettet. Weil die auch das bessere Torverhältnis haben. Unglaublich. Unglaublich. Wir brauchen jetzt ein Tor von Aue. Wir brauchen unbedingt ein Tor von Aue. Komm, Aue. 4-2. Ja, also, dass wir hier dieses Spiel noch 3-2 gewinnen, ist natürlich ziemlich krass. Damit habe ich nicht gerechnet, nach dem 0-2. Aber leider gewinnt Duisburg. Und dadurch, dass die gewonnen haben, haben sie ein Torverhältnis von minus 11. Wir haben eins von minus 20. Das heißt, also, es gibt mehrere Wenns und Abers jetzt hier in dieser Konstellation. Zum einen müssen wir hoffen, dass morgen Ferl verliert. Ja, zum anderen müssen wir hoffen, dass Duisburg im nächsten Spiel hoch verliert und dass wir im letzten Saisonspiel zu Hause hoch gewinnen. Ja, Waldhof Mannheim, Aufstiegsfreuden. Okay. Das ist ja Quatsch. Die sind abgestiegen. Aber meinetwegen. Ja, also wir reden gleich nochmal, wenn dann der Spieltag ist, über den letzten Spieltag in dieser Saison. Aber es sieht wohl ganz danach aus, als wäre es das gewesen. Also da müsste jetzt schon sehr viel zusammenkommen. Lass uns mal gucken. Also Leute, Ferl hat das Spiel tatsächlich verloren gegen Preußen Münster durch Tore in der 93. und 95. Minute. Was für ein Spiel hier auch wieder, ne? Also die dritte Liga ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich da davon halten soll. Jetzt haben wir halt einen letzten Spiel
Spieltag und der sieht so aus. Ja, wir sind 18. haben 39 Punkte. Duisburg ist 16. und die haben 37 Punkte. Wenn wir gegen Rot-Weiß Essen gewinnen, muss Duisburg gleichzeitig gegen Dresden verlieren. Das sind beides schwierige Spiele, aber das Ding ist halt, dass sowohl wir hoch gewinnen müssten, als auch Duisburg hoch verlieren müsste, weil wir eben ein Torverhältnis von minus 9 aufzuholen haben. Und gleichzeitig müssen wir hoffen, dass Ferl gegen den Tabellenführer und Aufsteiger aus Ulm verliert, weil auch die noch vor uns sind. So, also es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass hier noch irgendwas passiert. Aber egal, wir gehen einfach mal rein. Wir werden versuchen, ganz viele Tore zu schießen hier in diesem Spiel. Das können wir ja mit dieser Taktik eigentlich ganz gut. Wenn wir in irgendwas gut sind, dann ist es darin, einfach Tore zu schießen. Vor allem natürlich mit Dauda Belime vorne drin. 9 Einsätze, 8 Tore. Cyril Akono hat mittlerweile auch schon 3 Tore geschossen für uns. Wie sieht es aus bei Jan-Marc Schneider? 4 Tore. Wisst ihr was? Schneider hat eins mehr geschossen. Wir brauchen jedes Tor. Dann spielt in diesem Spiel, im letzten Saisonspiel zu Hause gegen Essen, nochmal Jan-Marc Schneider auf links außen. Dann ja, ich glaube, das ist es, oder? Ich glaube, das ist es. Wir machen es genauso. Komm, Sommer stelle ich nochmal mit auf Angreifen. Nochmal ein bisschen offensiver. Wir gehen rein ins letzte Spiel. Ich habe keine Hoffnung, also kann ich hier auch nicht enttäuscht werden. Wir waren in letzter Zeit gut drauf. Geht raus, beeindruckt mich. Auf geht's. Wir brauchen schnelle, frühe, viele Tore für Dynamo Dresden. Bielefeld liegt gegen 68 hinten. Okay, Fair liegt auch hinten, das ist gut. Aber wir brauchen ein Tor von Dresden und wir brauchen auch mal ein Tor von uns. Gehe ich auf offensiv? Also wir sind hier nicht die bessere Mannschaft in diesem Spiel. Aktuell. Einwurf Yannick Sternberg, 37. Tommy Gruppe zurück auf Sternberg. Zweiter Pfosten, Belime. Ach, kommt nicht ran. Kommt nicht ran, schade. Golz lang raus auf Sternberg. Sehr gut. Jan-Marc Schneider über links. Geht gut vorbei. Da kommt die Flanke. Bastians klärt aber. Young. Versucht den Ball lang zu spielen, aber Tommy Grupp ist da. Fängt den ganz locker ab. Jetzt bauen wir das Spiel wieder auf. Ist mittlerweile die 38. Minute. So langsam müssen wir einfach mal einen machen. Tavazhofer. Wenn wir hier auch nur irgendeine Chance haben wollen, das ist ein Fehlpass von Tavazhofer. Der darf ihm nicht passieren. Brumme. Young. Oh. Isaiah Young mit dem 1:0 für Essen. Ja. Was willst du machen? Also ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass wir dieses Spiel jetzt noch 8:0 gewinnen. Oder 8:1. Young, oh, man merkt's, die Spieler sind geschockt. Es gibt Elfmeter für Essen. Ekin Celebi tritt an. Und Klevin fängt den. Überheblicher Elfmeter von Celebi, der den Ball ins Zentrum lupft. Na komm, Jungs. Ich würde jetzt zumindest gerne, auch wenn es nicht reicht, am Ende würde ich trotzdem gerne gewinnen hier das letzte Spiel. Sieht aber nicht danach aus. Fast das 2:0. Okay. Erste Halbzeit, wir liegen 1:0 hinten. Ja, es muss besser werden. Ja, ich bringe jetzt einfach nochmal einen weiteren Stürmer rein. Wir werden versuchen, einfach das Pressing noch geisteskranker zu machen. Ich gehe auf Offensiv, stelle das Tempo höher. Wir dribbeln die Verteidigung aus, spielen noch kreativer. Ich klicke einfach alle Knöpfe an und hoffe, dass irgendwas Schönes passiert. Essen wechselt derweil dreimal aus. Wir bräuchten halt so ein Ergebnis von Essen gegen Duisburg wie Aue gegen Mannheim. Also, wenn wir dann halt auch gewinnen würden, ne? Das mal vorausgesetzt. Aber so wie es hier aktuell aussieht, ja, ist es eh völlig egal, was auf anderen Plätzen passiert. Belime, Schneider, Velasco. Schön gespielt. Geil gespielt. Golz mit der Parade. Übrigens der Sohn von Richard Golz hier im Tor von Rot-Weiß Essen. Ex-HSV-Torwart. Gruppe. Drüber. Akono nochmal, 58. Oh, verliert den Ball. Oh, Velasco, schön. Belime ist durch. Kein Abseits. Dauda Belime. Belime gegen Golz. Der das stark macht. Den Ball hält. Und zur nächsten Ecke ins Auslenkt.
Velasco. Grupe. Kein Abseits. Ausgleich. Jetzt ist mal wieder Tommy Grupe. Der Innenverteidiger, der hier noch zum Goalgetter wird. Jetzt im zweiten Spiel in Folge trifft. Das ist wieder ein Tor nach einer Ecke. Ich sag, ey, ganz ehrlich, wenn ich 2-3 Spiele vorher übernommen hätte, dann wäre das hier noch was geworden. Ne? Dresden führt mittlerweile dann auch gegen Duisburg. Ja. Und nochmal Lübeck über Sternberg, Schneider, Akono. Fehlpass auf Völke leider. 74. Tafferzhofer dazwischen. Spielt einen schönen Pass auf Eisfeld, aber Klevin ist nochmal da. Macht hier das Spiel seines Lebens. Also an Klevin liegt es nicht. Der hat einfach, das habe ich noch nie gesehen, 7 Schüsse pariert. Eine Torwartbewertung von 9,0. Wahnsinn. So, dann machen wir nochmal die letzten Wechsel in dieser Karriere. Und das sind sie. Faklam kommt nochmal rein. Ja, vielleicht können wir ja irgendwie nochmal einen machen. 2-1 gewinnen. Herzog Lang auf Faklam. Genau dafür ist er auf dem Platz. Breyer. Wieder Faklam. Verliert den Ball leider gegen Rios Alonso. Alonso zurück auf Golz. Golz lang raus. Boland stark. Roter. Rechts raus auf Marvin Obus. Bringt die Flanke. 2-1 Essen. Faklam trifft nochmal. 89. Minute. Oh, es ist abseits. Nevermind. Ja, damit haben wir einen Schlussstrich. Das ist zu wenig für den Klassenerhalt. Wir haben es einfach nicht geschafft. Am Ende hat es leider einfach nicht gereicht. Eine Niederlage zu viel war es. Und selbst, also wir schauen uns hier mal die Abschlusstabelle an. Selbst wenn wir noch ein Spiel gewonnen hätte uns das zu schlechte Torverhältnis am Ende doch das Genick gebrochen. Und ja, auch 42 Punkte hätten uns mit dem Torverhältnis, das wir aktuell haben, nicht gereicht. Wir hätten 4 Punkte mehr holen müssen als die wir geholt haben. Und ja, ich wurde entlassen. Das ist das Ende dieses Retter-Saves. Ich habe den VfB Lübeck leider nicht gerettet. Ich wurde entlassen. Tja, und damit ist diese Serie leider vorbei. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Naja, ganz kurz, bevor wir Schluss machen, nochmal die Tabelle in der zweiten Liga sieht so aus. St. Pauli steigt gemeinsam mit dem HSV auf. Sehr geil. Und in der Bundesliga ist Bayern Meister? What? Was ist denn da passiert? Das ist ja krass. Leverkusen hat einfach hier in dieser Phase fast alles verloren. Und die Bayern sind trotzdem noch irgendwie Meister geworden. Sogar noch mit 9 Punkten Abstand? Das ist ja absolut abgefahren. Ja, vielleicht wären Leverkusen-Retter besser gewesen. So wie das hier aussieht. Naja, wir machen damit Schluss. Hier auf diesem Kanal geht's weiter mit der Köln-Serie, auf die ich mich sehr freue. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Wir dribbeln die Verteidigung aus, spielen noch kreativer. Ich klicke einfach alle Knöpfe an und hoffe, dass irgendwas Schönes passiert.